Hey, meine Rabauken, dieses super teure Penthouse bezahlt sich natürlich nicht von alleine. Und weil ich klamm bei Kasse bin, Leute, gar keine Moneten mehr, müssen wir eine Bank ausrauben. Mit dabei ist unsere Komplizin aus Velida. Hallo! Let's go, wir müssen zuerst Vorbereitungen treffen, bevor wir die eigentliche Bank ausrauben können. Let's go. Gehen wir mal zu unserer Garage. Oha, schönes Auto. Steig ein, Elina, steig ein. So. Wir müssen, warte mal, ich muss erstmal mir den Weg anzeigen lassen. Wo müssen wir lang? Da lang, okay. Wir müssen erstmal an Sicherheitskarten der Security-Mitarbeiter kommen. Ja, das schaffen wir, indem wir uns als, oh Gott, hier ist eine Baustelle. Können wir trotzdem durch. Das Museum erwartet in der Sicherheitsabteilung aber Kammerjäger. Die haben da wohl Kakerlaken oder so. Das heißt, wir fahren jetzt zum Kammerjäger und werden dort erstmal die Uniform klauen. Das ist das Kammerjägerbüro. Hier müssen wir rein, um die Uniform und vielleicht auch das Auto zu klauen. Aber durch die Garagentür kommen wir natürlich nicht. Wir haben ja keinen Schlüssel. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie einen Knacker machen, Leute. Hier gibt es aber ganz viele hier Türen. Sind viele, hier. Das sind keine Türen, das sind Stromschaltungen. Oh, Entschuldigung. Ja, halt doch. Ach so, warte. Und bam. Oh, verkackt. Und bam. Aha. Ja, jetzt das nächste. Bam. Aha. Mhm. Bam. Aha. Jawohl. Bam. Und deswegen bin ich der Meisterbank. Die Meister. Das müsste eigentlich die Garage offen sein. Lass mal zeigen. Okay. Ist die Garage offen, ey? Ja, ich nehme den kurzen Weg. Ey, nice, da ist das Kammerjäger-Auto, Jibi. Aber wir müssen, warte, wir brauchen noch die Uniform. Die muss ja auch irgendwo noch sein. Aha, oha. Geh mal her hier. Oh, ich will auch. Ich will wie sehe ich aus? Alter, ich bin so ein Profi-Kammerjäger. Die werden niemals raffen, dass wir gar keine Ahnung haben. Ja, Nina, du musst, steig mal das an unser Auto bitte. Aber wir können doch jetzt hier nicht einfach das Beweismittel da lassen. So, wir müssen unser Auto mitnehmen. Natürlich. Bin noch Azubi. Ab ins Museum. 25 km Tempolimit, Elina. Hast du gehört? Na klar. So, jetzt müssen wir hier irgendwo zum Hintereingang. Müssen hier irgendwie den Leuten weismachen, dass wir Kammerjäger sind. Ah, der sieht doch super aus. Seit wann haben Wachen Baseballschläger? Also nicht mal, das ist ein Holzknüppel. Nur okay. Für die Sicherheit. Ach du meine Güte, der will wissen, was wir hier machen. Der kontrolliert uns. Okay, wir haben drei Antwortmöglichkeiten. Entweder es hat einen Termitenbefall. Es sind Ratten oder ich habe auch keine Ahnung. Termiten? Ich würde sagen Termiten. Meinst du Termiten? Ja, das andere. Okay, Termiten. Oh, das war richtig. Jawohl, Elina. Aber er hat die nächste Frage. Nein. Er sagt, dass im Kalender steht, dass wir erst morgen kommen. Und wir haben drei Antwortmöglichkeiten. Entweder wir sagen, das Management hat in der letzten Sekunde den Termin verschoben auf heute, weil sie so Stress hatten und weil es einfach so dringend war. Mhm. Oder, dass er sich da verguckt hat mit morgen. Oder, dass wir einfach früher starten wollten, weil wir frei hatten. Ich würde sagen, wir machen erstens, das Management hat verschoben. Ja. Das ist dringend. Oh, ja. Er hat's gefressen. Ja, wir können rein. So, jetzt suchen wir die Pläne, Elina. Die Baupläne, wie das Ganze. Oh, ich hab sie. Nice. Okay, da sind die Schlüssel. Okay, wir verschwinden, Elina. Naja, wir haben uns hervorragend um die Termine gekümmert. Ja, machen Sie es gut. Tschüssi. Merken Sie sich uns nicht unser Nummernschild und auch nicht unsere Gesichter. Auf Wiedersehen. Wenn wir in den Keller einbrechen sollten, kommen wir natürlich nicht einfach so in den Tresor rein. Ne, wir brauchen dazu eine Bohrmaschine. Deswegen wird unser, also was heißt Bohrmaschine, so ein richtig fetter Industriebohrer, jetzt nicht einfach so eine kleine Handbohrmaschine natürlich. Das heißt, unser nächster Auftrag wird sein, eine Baustelle aufzusuchen und dort den Bohrer zu klauen. Das sieht mir doch sehr baustellenmäßig aus hier, oder? Oh, ja. Das ist auf jeden Fall eine Baustelle. Ach, schön. Wir sind einfach weiter mit dem Auto gefahren. Du darfst von denen nicht gesehen werden, Ben. Pass auf, da ist direkt einer. Ich sehe nichts. Der hier, meinst du den, ja? Meinst du den? Ben, pass auf. Ich bin Meister, Elina. Meisterdieb. Oh, oh. Oh, was machen wir jetzt, Elina? Hier drauf. So. Oh, der geht, glaube ich, hier rum. Nee, doch nicht. Hat angetäuscht, hat einen Bluffer gemacht. Und los. Au! Ben! Das warst du, Elina. Das warst du. Ja, ich würde sagen, wir warten ein bisschen länger, bis der Typ umdreht. Und dann sprinten wir da, wo er jetzt steht quasi. Siehst du? Jawohl. Genau jetzt. Warte, jetzt. Go. So, und jetzt hier lang, hier außen lang. Genau. Und jetzt können wir hier warten, bis er wieder umdreht. Und dann können wir da rein in die gute Stube. Mhm. Weil wir können auch jetzt rein. Sicher? Klar. Oh. Oh Gott, Ben, pass auf. Wir haben hier übel Stress. Oh Gott, wir haben hier mega Stress. Raus. Okay. Wo ist der Bohrer? Ich sehe keinen Bohrer. Dieses Riesending? Hat das einen Kran? Ich wollte schon sagen, den können wir euch mitnehmen. Einen Bagger sehe ich hier, ja. Ja, den sehe ich auch. Rein da. Boom. Oh Gott, es geht ja. Ah, die.
Ah, ich wollte schon sagen, den Bohrer? Nein. Den Bohrer hier. Für einen Schlagbohrer habe ich jetzt so eine Mission gemacht, weiß ich nicht. Oh mein Gott. Als nächstes brauchen wir Verkleidung. Wir dürfen natürlich in so einem Museum nicht auffallen. Das heißt, wir werden uns jetzt richtig schick anziehen. Ab zum Schneider, Elina. Jawohlski. Oh, hier sind übercoole Masken. Ja. Ich will die. Nimm ich die. Alter. Boah, die sind schon... Oh, wir sehen übel gefährlich aus. Oh, yeah. Als nächstes brauchen wir ein Fluchtfahrzeug. Als letztes, und dann beginnt der eigentliche Überfall, fahren wir zum Autohändler. Das soll ja eigentlich dieses Haus hier... Ja, das ist er. Jetzt können wir hier einmal durchlaufen und müssen uns die Schlüssel holen aus dem Hinterhof. Einmal hier durch. Hier steht auch gar keiner. Ne, juckt die auch gar nicht. Doch, ganz am Anfang. Im Empfang stand er irgendwie. Nee, hab ich nicht gesehen, ey. Hab ich ihn nicht gesehen, hat auch er mich nicht gesehen. Genau. So, wo sind denn die Schlüssel jetzt hier? Boah, siehst du? Oh, oh. Da ist ein Sicherheitsmann. Der sollte uns nicht sehen. Oh, oh. Oh, oh. Verdammte Kackewurst. Ja, ich komme ja nicht rein. Das ist ja alles. Also, ich weiß nicht, ob der mich hier sieht, aber das ist gerade... Ah, warte, hier sieht er mich safe nicht. Hier sind wir safe. Okay, jetzt müssen wir mal warten, bis er an uns vorbeiläuft. Dann können wir dahin die Autoschlüssel holen, können Auto klauen. Dann haben wir ein Fluchtfahrzeug und dann sind wir ready. Rein hier. Wo sind die Schlüssel? Bestimmt hier drin, ne? Aha, wow. Zwei, haben wir noch mehr. Drei und vier. Vier Autoschlüssel, Leute. Und jetzt aber schnell hier runter. So, welches wollen wir, Dina? Das Coolste. Coolste? Oh, den hier. Der sieht übercool aus. Na, ich kann den Schlüssel... Oh, ich nehme den hier. Ich kann den Schlüssel geben, dann kannst du dein eigenes Auto klauen. Cool. Dö, dö. Let's go. Boah, das Auto ist überschnell, Elina. Überschallgeschwindigkeit. Wir müssen hier ins Safehouse, Auto parken mit der Garage. Buff, zack. So, jetzt gibt's die finale Besprechung und dann geht's los. Ah, das ist übrigens unser, der Kopf der Mission sozusagen. Der plant alles für uns. Das ist Chester. Elina ist auch endlich mal oben. Hallo. So, wir schießen jetzt hier rüber und müssen uns dann rüber gleiten. Let's go, ab in die Seilwinde. Aufs Dach vom Museum. Wir stehen an dem wertvollsten Diamanten der Welt. Boah, das hört sich aber auch gefährlich an, ne? Das Ding überhitzt doch gleich. Ja, Mann. So, jetzt mit dem Glasschneider durchs Glas. Okay. Hey, da ist ein Pottwal oder so. Pottwal ausgestellt. Den können wir nicht gebrauchen. Der Glasschneider ist angebracht. Let's go. Boah, das ist überrealistisch. Einmal im Kreis das Glas schneiden und dann rausnehmen, die Butze. Zack, und wir können ran. Da vorne ist ein Wachmann, das sehe ich direkt. Okay, wir haben uns jetzt an den Ampeln festgemacht und können uns jetzt runter sein. Wir müssen aber auf Kameras und Sicherheitsleute aufpassen. Und, oh ja, das war smooth. Oh, der kommt, der kommt. Der. Oh, da ist noch einer. Wir haben ein Problem am Ende. Okay, das erstmal hier, sind wir sicher. Okay, das müssen wir den Tresor finden. Warte mal, in welche Richtung ist denn der? Da links, links. Hier lang, okay. Boah, hier ist die... Ah, wir können hier links haben. Oh, hier. Hier kann man nicht lang. Oh. Boah, das ist stressig hier, das ist stressig. Das ist extrem stressig. Oh, hoffentlich kommt der jetzt hier nicht lang. Hey, Lina! Ich verstecke mich in dir, da erwischen sie nur dich. Okay, safe. Oh, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Hier durch. Hoffentlich dreht er sich nicht um, ey. Oh, das ist überkompliziert. Ihn ja hier lang, vollkommen unauffällig. Ja. Kriegen das hin, wir kriegen das hin. Oh mein Gott. Hier dazwischen. Yeah. Ich frag nochmal, wo wir lang müssen. Hier müssen wir jetzt halb, damit uns die Kamera links nicht erwischt. Jetzt hier rum, hier rum. Hier rein und jetzt hier. Was stehst du, Elina? Hast du das? Oh Gott, oh Gott. Okay, pff, hat geklappt, hat geklappt. Boy. Ey, so, Mann, wir müssen ey, durch diese spannend. Tür hier nämlich. Oh, warte, wir müssen warten, Okay, jetzt. Kameras sind auch safe. Schnell. So, okay, das ist immer schon mal gut. Okay, da vorne ist ein Wachmann und da kommen wir nicht vorbei. Da steht ja 24/7. Das heißt, wir sollen jetzt hier eine Uniform suchen. Ah, perfekt. Damit der uns als Hausmeister... Ach, dann nimm mal die Maske lieber ab. Ja, ja, die Maske das muss... Das ist ganz blöd. Maske muss ab, ey. Sonst ist das ein bisschen auffällig. Okay, meinst du, wir gehen als Hausmeister durch? Klar, easy. Okay, ich habe hier auch hier, ich habe einen Bohrer in der Hand, das ist auch hausmeistermäßig hier durch den Alarm. In der Hand. Oh nein, es stellt ja wieder Fragen. Okay. Ich mach das kann ich gut. Okay, was sollen wir reparieren, Elina? Das Ventilatorsystem, die Kameras oder ich will einfach nur eine Pause. Pause im Serverroom? Nein, das ist Quark. Ich würde sagen, Ventilator macht ja am meisten Sinn. Das wollte ich auch sagen. Ja, richtig wichtig. Okay, zweite Frage. Oh, er beschwert sich über unsere Uniform. Das ist keine, also nicht der aktuelle Standard. Die sind veraltet. Okay.
Okay, Antwort 1, meine richtige Uniform trocknet gerade noch, deswegen habe ich erstmal die angezogen. Okay, ich finde die alte schöner, deswegen habe ich sie heute an. Oder ich bin neu angestellt. Dann waschen, nimm waschen. Okay, waschen. Ja, richtig. Okay, nice, yes. Wir können durch. Jetzt sind wir im Serverraum. Geil, das können wir uns reinhacken. Ah, der Schlüssel zum rechten Flügel des Museums, wo man als Besucher nicht hinkommt. Da, wo der geile Diamant ist. Oh yeah. Da rechts sind ein Haufen Kameras und Wachen. Wir müssen also durch die Mitte, denke ich. Okay, sieht er mich hier? Nee, okay. Ab durch die Mitte müssen wir, Elina. Hilft nichts. An den Seiten sind Kameras. Da ist noch eine Kamera vor uns. Ich bin so viel langsamer als du! Ja, der wird mich sehen. Oh Gott, ich bin durchgekommen. Ah, Leder! So, wir müssen halt warten, bis die Kamera in die richtige Richtung guckt, bis der Typ da nicht mehr rumnervt. Oh, und der da auch nicht mehr am Start ist, ey. So, der ist weg. Der läuft jetzt da lang. Aber es bringt mir ja nichts, ne? Mal gucken, wo der jetzt hingeht. Vielleicht, wenn der jetzt nach rechts geht. Ne, der dreht um. Er ist natürlich unglücklich gelaufen. Und wo ist der andere? Der kommt jetzt von der anderen Seite. Der ist noch relativ weit weg. Aber ich vermute mich, dass die Kamera mich sieht, oder? Nee. Geil. Okay. Wir sind fast am Ziel. Wo ist denn die Tür? Die Tür war da rechts, ne? Da ist die Tür. Okay, das heißt, wir müssen... Oh Gott, hier ist ja alles voller Kameras. Was ist das denn? Ah, ich habe eine Idee. Jetzt. Ja, und jetzt hier lang? Nein, da kommt der. Oh! Yeah! Okay, jetzt sind wir im Lagerraum. Jetzt müssen wir irgendwie einen Weg nach oben finden. Uiuiui, okay. Ah, hier, da ist auch ein Weg. Ah, da müssen wir hochjumpen. Hier, zack und hier. Okay, Benson, kann er gesehen. Mann, ey, hallo. Netzer, so, geht doch. Jetzt hier hoch. Wo ist hier der Schleudel? So, jetzt sind wir hier. Kiste! Schlüssel! Wir haben beide Schlüssel, Linia. Der Eingang soll hinterm Elefanten sein, zum Keller. Und beim Keller ist auch der Tresor. Das heißt, der muss irgendwo hier sein. Wir warten, bis der Polizist. So. Jetzt hier lang. Hier rein, oder wie? Nö. Aha! Hier sind die Schlösser. Links, rechts. Und wir öffnen die Tresor. Also nicht die Tresortür, aber den. Da ist wieder eine Kamera, Elina, unser Erzfeind. Oh nein. Können wir seitlich runter? Schade. Ja, doch, das geht. Können hier lang. Oh Mann, bin ich schlau. So, und jetzt hier einfach runterplumpsen. So, easy. Jawohl. Weiter geht's. Boah. So, jetzt direkt die nächste. Das nein, hier, das hier noch ist jemand. Das hier noch. Ist jemand. Da ist auch eine Kamera. Da ist Guckst jemand. Du, der hört, wenn ich was esse? Oh, das. Nein. Die nächste Tür öffnet sich. Was ist das denn? Oh mein Gott. Okay, das ist aber easy. Da sind wir Experten. Drüber. Vorbei. Und vorbei. Und vorbei. Und vorbei. Da sind wir Profis, ne? Ist krass. Rein. Ich will auch. Na, aber weiß ich nicht, Elina, weiß ich nicht. Ich will fast durch. Wenn du jetzt erwischt wirst, sind wir. Nice, first try durch. Oh, jetzt ist irgendein Rätsel oder so. Was denn das jetzt hier? Okay, wir müssen den Code rausfinden. Okay. Der war falsch. Ah, rot, ne? Ah, rot, gelb. Rot, gelb. Okay, Hammer. Rot, gelb. Braun, hellbraun war das. Geht mehrmals braun halt, ne? So, zack. Leicht ist es, sich das mit Zahlen zu merken, glaube ich. 1, 3, 6. Okay, ne, vergiss es. zack. Ah, okay. Zack. Jetzt war braun dazu. So. Ja. Jetzt war blau dazu. Okay, ja. Das heißt das, blau. So. Jetzt grau. Das. Nein, du hast das Blaue vergessen, Ben! So, ja, ich dachte, jetzt kommt das Pink, aber war nicht so. Nee. War ein Faker. Jetzt hellblau, grau, ja, Alina, und orange. Zack! System geknackt. Jetzt müssen wir hier reinkommen, oder? Oha, ja. Lol. Let's go. Das ist der Tresorraum, glaube ich. Nee, das ist ein... Nee, wir müssen noch ein bisschen weiter. Ah, hier können wir runter. Stimmt, das ist der Lüftungsschacht, ne? Boah, ist aber wie... Geht da wirklich runter? Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber es gab eine Leiter und dann nehme ich die Leiter. Boah, das ist cool. Ui! Oh Gott. Oh Gott, so geschafft. Zack. So, und das gleiche nochmal. Noch eine Runde. Jetzt hier nach links. Ah, nach links. Und geschafft. Nice. Jetzt durch den Lüftungsschacht. Nein, wir müssen jetzt gleich hier beim Tresor sein. Das ist doch hier.
Da ist der Tresor, jawohl. Und jetzt kommt der Bohrer. Jawohl. Ich bohre ihn. Wir machen Doppelbohrer. Ich Butterfly das Ding, Elina. Jawohl, Benson. Oh Gott, der Alarm, Elina, schnell. Wir müssen schneller weiter, aber bevor die Sicherheitsmänner kommen, Alter. Ja, Elina Butterfly, übel. Ich glaube, so benutzt man eigentlich so einen Bohrer nicht, dass man den schlägt. Okay, ganz wenig noch, ganz wenig. Hammer, nice. Komm schon, geh kaputt. Oh. Oh, ja. Der Diamant. Oh. Schnappmund, Abfahrt. Wir müssen in den Unterschlupf fahren. Wieso ist mein Auto plötzlich so langsam? Das war doch viel schneller beim letzten Mal. Wir haben aber da oben eine Gesundheit. Das heißt, ich vermute... Ja, ja, das denke ich mir nämlich. Wir sind nämlich Polizisten. Und da müssen wir, dürfen wir nicht crashen. Da dürfen keine HP verlieren. Wir müssen ins Safehouse. Problem ist, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Boah, was ist denn hier los mit dem Verkehr, ey? Innenstadt, alles dicht. Oh. Boah, uiuiui. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Boah, Nina, ich nehme hier ganz wilde Strecken. Was ist das denn? Alter. Ey, wo komme ich denn? Also, wo bin ich hier erstens? Und wo komme ich hier raus? Oh, hast ins Wasser gedüst, ey. Polizei noch hinter mir? Nee, haben wir abgehangen erstmal. Waren schnell genug. Ah, jetzt kommen wir hier wieder raus. Okay, das ist geil. Müssen wir nur rausfinden, wo unser Safe Spot ist von der Stelle aus. Okay, es müsste eigentlich doch jetzt hier direkt sein. Es war ja genau gegenüber. Hier müsste es jetzt eigentlich sein. Genau, genau, genau. Weiter die Straße runter. Und jawohl, hier ist es. Zack. Und jetzt schnell rein da, Alter. Tschüss. Wir haben es geschafft. Der Diamant gehört uns. Und die Miete für dieses super Apartment ist für eine weitere Woche gesichert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Flaggt den Like und den Abo-Button. Bis morgen. Euer Benson. Ciao.